Hey Leute, willkommen zurück hier bei Familie Reus. Ich frage mich gerade, wer aufgewacht ist, weil eigentlich ist doch noch gar keiner wach. Oder ist das jetzt hier auf die Pferdis bezogen? Warte mal, warte mal, warte mal. Bevor du da rausgehst, geh da noch mal rein. Amelie ist auf dem falschen Bein aufgestanden. Du gehst noch mal rein. Ich hätte nämlich gern, dass du erstmal pieselst, meine Gute. Und dann mit dem Pferd dabei spielst. Und Flame, genau, Flame, du kannst auch mit deinem Pferd dabei spielen. Du schläfst noch ein bisschen. Den Hundis geht soweit gut. Und dann können wir mal nach euch beiden hier schauen. Sie ist mit dem falschen Bein aufgestanden. Oh. Dann kannst du mal das Futter von Isa nachfüllen, sie mal beobachten. Und dann kannst du dich eigentlich umziehen. Wie sieht's bei dir aus? Du wirst wahrscheinlich dein Bett nicht mehr machen wollen, aber. Vielleicht ja doch, ich glaube es aber nicht, nee. Und was haben wir denn hier noch so an Essen? Die Waffeln haben wir auf jeden Fall noch. Können wir ja mal rausstellen. Wie viel haben wir denn davon? Wir haben nur noch einmal Waffeln übrig. Okay. Möchtest du nicht eigentlich dich sogar im Kochen verbessern? Ja, dann kannst du eigentlich auch mal ein bisschen Frühstück servieren. Ein paar Pfannkuchen vielleicht. Das wäre doch nett. Und dann kannst du hier nochmal deine eigenen Waffeln essen. Die anderen schlafen alle noch ein bisschen. Okay. Ja, wir haben jetzt Sonntag. Ich habe auch gerade überlegt, weil Leon ja den Wunsch hat, wir könnten natürlich auch zum Herbstfest gehen, so als Familie alle gemeinsam. Beziehungsweise wahrscheinlich ohne Julian, denn ich möchte eigentlich gern, dass er noch mal Betty trifft. Vielleicht können wir ja die Verlobung doch noch mal ein bisschen auf eine schönere Art und Weise machen. Wollte ich auf jeden Fall gern mal heute probieren. Oh, ich finde das mit dem Windspiel so cool. Es ist sowas, so eine Kleinigkeit, aber irgendwie ist sie ganz cool, das immer mal wieder hier zu hören. Na, die kleine Isa. Hi. Was ist das? Guckt euch das mal an. Wie die sich bewegt. Das sieht aber super knuffig aus. Du kannst danach eigentlich erst nochmal duschen gehen. Und dann kannst du dir die Waffeln holen. Obwohl, eigentlich könntest du dir die Waffeln holen. Weil, Julian macht ja eh gerade Essen. Vielleicht kannst du da mal verdorbene Essen rausräumen. Er kann jetzt gegrillten Käse und klebrige Carbonara zubereiten. Sehr schön, Julian, sehr schön. Du möchtest ein neues Rezept lernen und wieder irgendwelche Freunde fürs Leben finden. Ist ja klar, wie immer. Ja, aber wäre auf jeden Fall echt eine gute Idee, mal zum Herbstfest zu gehen. Das können wir vielleicht heute machen. Du möchtest dich mit Betty treffen, das würde ich gerne machen. Und vielleicht können wir ja mit Amelie dahin reiten zum Herbstfest. Und ja, das mit dem Karaoke singen, weiß ich nicht, ob wir das hinbekommen. Aber da kommt schon mal Moritz nach unten. Oh, der wird in 2 Tagen auch schon zum Teenager. Die Zeit vergeht viel zu schnell, ey. Die Zeit vergeht viel zu schnell. Das kann doch nicht sein, ey. Wessen Handy ist das denn? Deins nicht. Deins auch. Hallo, deins auch nicht. Warum klickt der denn immer, anstatt wegzuklicken, auf irgendwas drauf? Deins war's, okay. Eine Scherzfalle platzieren. Warte mal, das können wir machen. Und zwar platzieren wir da eine Scherzfalle. Und da wird doch bestimmt sich Leon bald hinsetzen. So. Ja. Ich werde das nicht mal mehr mit dem Servieren machen, weil das hat das letzte Mal ja nicht so besonders gut funktioniert. Das ist irgendwie funktioniert das gerade mit dem Auswählen nicht so besonders gut, aber naja. Gehst du jetzt wieder zu Toffi hoch? Wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich will er jetzt gleich zu Toffi hochgehen. Kannst du aber vergessen. Kannst du vergessen, Julian. Kannst du sowas von vergessen? Wie wär's denn, wenn du da noch meinen Teller holst? Ich finde das nämlich gut, wenn du hier für alle so ein bisschen das Frühstück servierst. Ja. Hä, warum aus? Oh, toll. Jetzt hat er das gesehen und schimpft sie aus. Wow. Na toll. Und die Postbote beschwert sich da unten, weil sie irgendwas nicht hinbekommt, weil sie nämlich irgendwo nicht hin darf. Anstatt einfach nach Hause zu gehen, Lulu.
Weißt du, anstatt einfach nach Hause zu gehen. So, du kannst dann gerne mal in den Stall gehen und pieseln. Danach kannst du hier ein bisschen futtern. Du kannst dann hier mit dem Pferdeball spielen. Und auch du kannst gleich was trinken und was futtern gehen. Und dann soll es euch allen eigentlich super gehen. So, du bist eigentlich dann auch soweit wach. Dann kannst du hier was futtern. Hier ein bisschen kauen. Du bist wach, kannst dann hier auf Toilette gehen. Euch umziehen und den Teller holen. Oder kannst du erstmal schon mal hier runter gehen? Wie Julian seine Schwester ausschimpft dafür. Ey, als ob er keinen Spaß versteht, ey. Das ist ja unfassbar. Oh, können wir uns irgendwie entschuldigen? Nee. Doch, wir können uns entschuldigen auf jeden Fall. Komm schon, bitte, Julian. Sag doch Papa und Mama nichts. So von wegen. Geht das auch mal wieder weg? Nee, ne? Können wir irgendwie verzeihen? Komm, dann verzeihen wir direkt wieder. So, du bist auch wach. Sehr schön. Du kannst dann hier mal das Bett machen. Kannst dich dann auch umziehen und dann kannst auch du hier runterkommen. Und Moritz ist schon fertig mit dem Essen. Vielleicht kannst du hier nochmal einen Teller holen. Fände das nämlich gut, wenn wir hier für die Eltern ein bisschen das Essen servieren. Okay. War das das Geräusch für ich verzeihe dir? Ich weiß es nicht. Ach so, ja, jetzt muss ich ja kurz abwarten. Was zur Hölle? Hä, wo gehst du denn hin, Moritz? Du sollst doch dir einen Teller holen und nicht zum Kühlschrank gehen. Das ist ein bisschen verwirrend. Du holst dir auch einen Teller. Du kannst schon mal hier essen. So. So, sehr gut. Du kannst einfach so essen und du eigentlich auch. Kannst du nämlich da deine Apfelpfannkuchen essen. Dann sollte hier jeder bedient sein. Du futterst hier gerade, sehr schön. Vielleicht kannst du dann mal hier hingehen. Wie geht's dir eigentlich? Du kaust hier gerade. Ach, schön. Ja, das läuft. Gott, was Salira alles für Wünsche hat. Ich weiß auch gar nicht, Salira könnte eigentlich jeden Tag von uns gehen, ne? Nur so, dass ihr darauf vorbereitet sein, dass ihr darauf vorbereitet seid. Salira ist schon ziemlich alt. Es könnte jeden Tag soweit sein, dass ihre Zeit gekommen ist. Wir wissen es nicht, wann es passieren wird. Ich hoffe natürlich, dass es noch ein bisschen dauert, aber es könnte jederzeit der Fall sein. So, ja, du sollst dich auf jeden Fall mal umziehen. Hast du nicht deine Hausaufgaben schon gemacht? Nein, dann mach die doch einfach mal jetzt. Und zwar kannst du mal nach hier oben gehen. Oh, warte mal. Wir können erstmal das Futter von Cookie auffüllen, ihn beobachten und dann mal seine Haus dann kannst du mal deine Hausaufgaben machen. Und ich würde super gern mit Toffee auch nochmal spazieren gehen. Das Problem ist nur, das dauert immer so ewig. Deswegen mag ich das immer nicht so gerne mit dem Spazierengehen. Weil das halt echt immer einen ganzen Tag einnimmt. Aber sonst würde ich das super gerne machen. Was hast du hier noch als Wunsch? Napf auffüllen, auf jeden Fall. Kannst du eigentlich direkt mal machen. Und wenn wir schon mal dabei sind, kannst du eigentlich auch direkt mal neues Gourmet-Tierfutter machen. Wie wäre es denn mal mit Fisch? Und ja. Ihr esst hier alle noch schön. Wie sieht's bei dir aus? Du bist, ich meine, Gitarre Stufe 7, bist du gut aufgestellt, da musst du sonst nichts mehr machen. Du brauchst eigentlich auch noch nicht aufräumen. Jemanden verprügeln. Wow. Wow, Amelie. Wenn wir jetzt da keine Falle platzieren können, können wir das dann stattdessen machen? Vielleicht hier oben in der Dusche.
Gute Idee. Komm, wir machen mal die Dusche da oben. Wir präparieren die mal. Die beiden haben zwar heute schon geduscht, aber dafür kriegen sie es dann morgen ab, ey. Dafür kriegen sie es morgen ab. Das wird lustig. Gut. Das brauchen wir nicht mehr. Das auch nicht. Genau. Du kannst dann eigentlich mal das hier wegstellen. Dann kannst du das verdorbene Essen ausräumen. Wäsche haben wir ja schon geholt von einer Weile. Und du kannst mal wegräumen. Vielleicht kannst du danach doch noch mal ein bisschen Gitarre üben. Ich habe auch schon drüber nachgedacht. Amelies Vorbild ist ja eigentlich quasi ihre Mutter, weil sie ist doch Sophia ziemlich ähnlich, finde ich. Sie mag Tiere, sie ist da sehr sportlich, was das angeht, ist aber gleichzeitig auch so ein bisschen wie Maya und Mika, also künstlerisch. Sag mal, wer steht denn hier die ganze Zeit rum und beschwert sich? Könnt ihr nicht einfach mal abhauen? Wer ist denn hier noch? Hast du dich gerade beschwert? Ach, du kommst da ja nicht rein, ne? Okay, dann müssen wir mal. Hä, doch, da kommst du eigentlich rein. Probier noch mal. Ach so, wegen Moritz kamst du da wahrscheinlich nicht ran, ne? Deswegen. Weil der da eben noch stand, denke ich mal. Aber jetzt kannst du da hingehen. Ein Teenager beleidigen. Wow, was die alles für Wünsche heute hat, ey. Das ist der Wahnsinn. Wie läuft's bei euch so? Bei dir läuft das auch ganz gut. Vielleicht kannst du dann hier nochmal Heu futtern. Ihr fresst auch alle gerade hier. Das ist doch schön. Und dann würde ich vorschlagen, kannst du dich vielleicht umziehen auf dein Arbeitsoutfit und kannst schon mal hier rüber gehen. Das können wir nochmal säubern, genau. Können dann mal hier hingehen. Du kannst dann mal mit den Küken spielen und die Hühner füttern. Und dann beschäftigen wir uns nämlich mit den Pferdis nochmal ein bisschen. Du bist auf dem Weg hierher, kannst sie gerne mal pieseln. Du warst bestimmt auch schon. Ach, du bist gerade schon dabei. Sehr gut. Dann kannst du eigentlich hier nochmal was futtern. Und du schreibst mal an dein Buch weiter, oder? Würde ich sagen. Im letzten Licht des Tages. Du gehst runter, du übst da, du machst deine Hausaufgaben. Danach kannst du eigentlich mal dein Bett machen und dich endlich mal anziehen. Und ich guck mal, ob wir hier noch irgendwelche Sammelobjekte finden. Ich meine hier, nee, nicht hier. Obwohl doch, ich meine, ich könnte ja hier mal gucken. Hier haben wir, glaube ich, keine Sammelobjektsachen. Das sieht alles nicht so aus. Auch hier drüben nicht, oder? Nee. Oh doch, da ist ein großer Meteorstein. Hier sind eine Menge Meteorsteine. Hier hat scheinbar was eingeschlagen. Aber sonst eher nicht so. Das ist interessant, wie sich das hier bewegt. Wir wollten mal hier nochmal gucken, weil hier ist ja voll oft was. Auf dem Hügel drauf einfach. Aha. Blumen. Toll. Wer will denn Blumen? Leute, ich will Tiere sammeln. Tiere für Moritz. Weil Moritz soll ja richtig viele Tierchen sammeln. Das ist eigentlich so sein Ding. Aber nur, wenn die Leute ihn auch lassen. Und es regnet wieder mal. Na toll. Hier vielleicht? Ich weiß aber gar nicht, wie viele Tiere überhaupt hier in Riverview so spawnen oder ob die das eher nicht so machen. Keine Ahnung, kann ich schwer einschätzen. Aber wir müssten halt immer mal wieder so ein bisschen gucken. Vielleicht finden wir ja irgendwo mal zufällig ein Tierchen. Und angeln gehen könnte der Gute auf jeden Fall auch mal. Das hat er sehr allgemein schon lange als Wunsch. Das könnten wir ihn auf jeden Fall mal machen lassen. Wenn wir sonst schon keine Tierchen finden, Fische können wir wenigstens mit der Angel finden. Nee. Sieht schlecht aus. Hier sind aber irgendwie 10.000 Samen. Was ist das? Oh. Hier liegt ernsthaft eine Blume des Lebens rum? Einfach so?
Okay, eigentlich muss ich die ja einsammeln. Und Champignons liegen hier auch einfach. Da liegt noch eine Blume des Lebens. Was ist das denn für ein Grundstück? Ach so, das ist das Grundstück hier. Aber das ist schon ein bisschen übertrieben, dass die 10.000 Samen rumliegen, oder? Und auch Blumen des Lebens und alles. Das ist ein bisschen extrem. Ich glaube, das Grundstück werde ich nochmal ändern, weil das ist mir ein bisschen zu viel. Das ist ja schon richtiges Cheaten. Das gefällt mir nicht so. Dann können wir hier nochmal gucken. Ich meine, hier hatten wir ja das letzte Mal Tierchen. In dem Wald. Das wäre doch eigentlich ein guter Ort. Und ja, das ist halt der Nachteil davon, dass Moritz so ein Sammler ist. Man muss halt immer mal wieder ein bisschen in die Umgebung gucken. Aha, da geht einer zu diesem eigenartigen Gebäude. Der Jonas. Wir wissen genau, was du da drin vorhast. Wie sieht das denn da drin aus? Oh. Es ist ein Gebäude ohne Türen. Sehr verdächtig. Sehr verdächtig, Leute. Da kann nichts Gutes drin passieren. So, noch irgendwo Tierchen. Da ist mal wieder ein Meteorstein. Oh, 3000, über 3000 Tantiemen kriegen wir jetzt schon. Nicht schlecht, Lea, nicht schlecht. Ich glaube, so langsam mit über 70.000 könnte das sogar was werden mit Julians Haus. Vielleicht finden wir doch noch ein, zwei weitere Sachen, die wir irgendwie verkaufen können. Wir können auch ein paar Sachen dann von seinem alten Zuhause verkaufen, von seinem alten Zimmer verkaufen. Da kommt ja dann Moritz rein. Aber ich glaube, ich sehe hier halt eigentlich auch nur Wald. Ja, aber ich glaube, so langsam wird das da so, dann sogar was. Hier vielleicht noch irgendwo ein Tier. Man muss halt immer, Problem ist ja, man muss da halt nah ranzoomen, damit man die Tierchen sieht und findet. Ansonsten wird das nur schwer was. Ich sehe hier aber an sich keine Tierchen. Auch nah rangezoomt nicht. Schade. Okay. Dann schauen wir mal hier hin. Amelie ist ja schon da. Genau. Du möchtest Aurora am Hals kraulen und du möchtest Flame beruhigen. Wo ist denn Flame gerade? Ah, der ist hier. Dann gehst du mal zu Flame rein. Kannst. Oh, du kannst ihn gar nicht beruhigen. Dann geh mal zu Aurora vielleicht, weil du ja mit Aurora dich beschäftigen willst. Dann geh mal hier hin, du gehst mal dahin. Du putzt hier gerade den Stall, das ist auch gut. Genau, dann kannst du hier nochmal den Napf füllen. Und dann kannst du vielleicht mal Flame beruhigen. Kannst nochmal anflüstern, bisschen pflegen. Und ja. Oder vielleicht beschäftigst du dich einfach nochmal ein bisschen mit Salira, ne? Ja, das geht ja eigentlich auch. Können wir vielleicht mit Salira reden, ihr ein Leckerchen geben. Beziehungsweise Leckerchen geben macht eigentlich wenig Sinn. Aber mit ihr mal reden wäre doch schon mal was. Vielleicht kannst du mal in der Zwischenzeit grasen. So, du schreibst, du spielst, du machst das, ziehst dich gerade um. Okay, dann kannst du eigentlich da auch mal sauber machen. Dann wärst du ein sehr lieber Moritz. Ja, dann geh doch eigentlich einfach mal hier irgendwo angeln. Genau hier angeln wäre eigentlich gut. Dann wärst du auch in der Nähe vom Herbstfest, wo ja deine Rest der Familie hinkommen soll. Und auch du kannst eigentlich gleich mal loslegen. Erstmal müssen wir nochmal hier hochgehen und nochmal auf Toilette gehen. Musst du eigentlich auch nicht sauber machen. Das macht dann Julian vielleicht. Okay, du kannst ja eigentlich. Kannst ja eigentlich dich doch nochmal mit Aurora beschäftigen. Ich dachte, warte mal, mit Aurora hast du dich doch angefreundet, oder mit Flame? Ich weiß es gerade nicht. Haushalt? Flame, ne? Flame und Aurora. Mit Salira eher nicht so. Weiß nicht. Aber ruhigen konnte sie irgendwie ihn trotzdem nicht. Keine Ahnung. So, genau. Bist du schon mal oben?
Vielleicht gehst du mal kurz ans Handy, was auch immer da kommt. Am Hals kraulen möchtest du sie. Anita Lobos möchte eine. Nein. Hä, warum kann sie denn aktuell? Am Mittwoch um 18 Uhr findet eine Tanzveranstaltung statt. Das ist gut zu wissen. Warum kann sie denn Aurora nicht am Hals kraulen? Das irritiert mich gerade ein wenig. Du wirst hier gedingenst. Sehr schön. Ja, macht ihr dann mal. Ich finde das komisch, dass sie sie nicht am Hals kraulen kann, weil eigentlich kennt ihr beiden euch doch schon. Finde ich ein bisschen komisch. Kannst du denn Salira? Kannst du auf jeden Fall mal reden, mal ein bisschen bürsten? Weiß nicht, warum die sonst da nichts machen können. Jo. Okay, die Toilette machst du bitte erstmal sauber und benutzt sie dann. Und dann laden wir mal Betty auf ein Date ein. Ich weiß noch nicht, wohin, werden wir gleich mal gucken, weil es gewittert ja wieder so extrem. Was auch nicht cool ist, dass es wieder so eklig gewittert. Aber ich meine, es ist Herbst, da akzeptiere ich das auch mal. Ich meine, es gewittert eigentlich in diesem Spiel jeden Tag, aber ich akzeptiere es. So, Bürsten, Hufe auskratzen, genau, dann soll's Flame auch gut gehen. Und du gehst dann nochmal zu Salira, genau. Finde ich echt komisch, dass sie plötzlich nicht am Hals kraulen kann. Dann würde ich gerne mal bei Salira aufsitzen. Du kannst in der Zeit vielleicht nochmal ein bisschen mit dem Pferdeball spielen. Und du kannst dann auch mal hier rüber gehen. Okay. Hihi. Okay, dann bürstest du sie nochmal genau. Du bist da schon mal unterwegs. Stehst du schon da rum und angelst schon? Denk mal schon, oder? Ja, wo könnten wir denn Schönes hingehen für ein Date? Was wäre denn ein schöner Ort eigentlich? Der halt auch überdacht ist. Das ist immer so ein bisschen das Hauptproblem, ne? Ein Ort, der überdacht ist, wo man schön hingehen kann. Vielleicht dahin? Ist aber auch so ein bisschen unromantisch, dahin zu gehen. Ja, so ein überdachter, romantischer Ort wäre halt schon echt mal was Gutes. Müsste mal jemand bauen und so. Wir gehen einfach mal zur Rollschuhbahn. Das ist doch eigentlich auch ein süßer Ort, um da ein Date zu haben. Und Moritz steht hier im Regen und angelt. Mal gucken, ob du was fängst, mein Guter. Hi. Bin mal gespannt. So, also wieder zurück zu euch hier. Du kannst auf Aurora aufsitzen, genau. Und du möchtest mal ein bisschen rumgaloppieren? Dann mach das doch einfach mal. Zumindest so ein bisschen. Du kannst die Hufe auskratzen und du kannst dann gern mal Selira anflüstern, im Hals kraulen und dann aufsitzen. Und du sitzt jetzt auch auf, ne? Ja, sehr schön. Du kannst dann schon mal auf Toilette gehen. Ja, auf Salira Reuss reiten. Sehr gut. Das ist genau das, was ich vorhabe. Können wir denn jetzt? Ich kann immer noch nicht den Hals kraulen. Keine Ahnung. Keine Ahnung, warum. Aber gut. Dann könnt ihr schon mal hierher reiten. Im Trab am besten. Das wäre ein bisschen angenehmer, denke ich mal. So. Okay. Da kratzt noch die Hufe fertig aus und jetzt zu Salira. Sehr schön. Wie läuft's bei euch beiden? Ihr spielt miteinander? No, die spielen miteinander. Hi. Angel Level 4. Sehr schön. Wir haben aber, glaube ich, in der Zeit nichts gefangen, oder? Ich weiß es gar nicht genau.
Du kannst dann auf jeden Fall schon mal losfahren zum Festgelände. Hier sind die ganzen McDermotts zu Hause. Wahrscheinlich denken die sich, bei Regen gehen wir doch nicht aus dem Haus. Und Luena ist auch zu Hause. Okay. Ja, so sieht das aus. Du bist auch gleich da. Da ist auch schon Betty. Sehr schön. Was hat Betty denn an? Nicht unbedingt dein schönstes Outfit, Betty. Aber wir werden sie natürlich umstylen. Okay. Ja, wir werden sie natürlich umstylen, wenn sie dann mit Julian zusammenzieht. Aber bis dahin mache ich mir den Aufwand auch nicht. So, dann würde ich gerne da hingehen. Ja. Anruf ignorieren. Gut. Ah ja, du bist ja schon mal da, ne? Freundschaft mit Sophia beenden. Alles klar. Hä? Warum? Ja, okay. Dann galoppiert doch schon mal zum Herbstfest hier. Guck mal, da haben wir sogar ein Dingens. Da kannst du mal hingaloppieren. Laura Grisby ist hier. Amanda und Ole sind da. Alles klar. Mit dem Geisterhaus und alles. Das ist schon lustig. So, wir haben auf jeden Fall jetzt ein Date mit ihr. Oh, sag mal, könnt ihr mal aufhören, die ganze Zeit Julian anzurufen? Danke. Meine Güte. Ist das nervig. Vielleicht können wir zusammen Fotos aufnehmen. Ja, dann muss ich sie aber erstmal noch ein bisschen umziehen, weil das gefällt mir dann nicht so genau, was sie da anhat für die Fotos. Outfit. Dann zieh dir mal das an. Das ist nämlich schön. Und dann machen wir mal romantische Fotos zusammen mit Betty. Ja, dann haben wir so tolle Erinnerungsbilder. Super. So. Ah, oh, du möchtest einen Kürbis schnitzen? Oh mein Gott. Geniale Idee. Das machen wir. Dafür müsstest du erstmal ein paar Kürbisse ernten. Hol dir hier mal welche. Können wir die einfach auch hier ernten? Das wäre nämlich super. Also können wir, ob wir die auch einfach hier schnitzen können, meine ich. Du bist wahrscheinlich. Bist du schon da? Nee. Hä? Warum kann sie denn nicht. Warum könnt ihr denn da nicht langreiten? Das irritiert mich gerade. Geht doch mal bitte da raus. Im Trab? Leute, warum könnt ihr das nicht? Hä? Verstehe ich nicht. Vielleicht können wir uns ja wenigstens teleportieren. Hier teleportieren. Vielleicht geht das. Weil, dass ihr da jetzt gerade nicht mehr wegkommt, finde ich ein bisschen eigenartig. Teleportieren scheint aber zu funktionieren. Das, Leon. Hast du jetzt eigentlich schon was gefangen? Er hat tatsächlich schon. Er hat einen leuchtenden Salamander gefangen und ganz viele Fische. Oh mein Gott. Er könnte natürlich auch so ein Aquariumsammler sein. So, teleportiert euch? Ja, okay. Naja, immerhin etwas. Das war jetzt zwar kein richtiger Ausritt, aber gut. Geht ja auch. Gut, dann kannst du hier schon mal in die Toilette gehen. So. Und du bist schon mal hier. Kannst du denn jetzt mal hierher reiten, Sophia? Geht das denn? Oder kannst du das auch nicht? Ah, die scheinen sich zu bewegen. Okay, keine Ahnung, warum Amelie das gerade nicht konnte. So. Denen geht es eigentlich allen ganz gut. Und du gehst auf Toilette. Du erntest ja. Ach so, wie viele hast du denn jetzt schon? Ach, vier Stück. Warte mal, vier Stück hast du schon. Dann brauchst du auch gar nicht mehr ernten. Dann kriegt hier jeder ein. Dann kriegt Sophia ein. Dann kriegt Moritz ein. Und auch Amelie ein. Und dann kann hier jeder mal schön einem Kürbis schnitzen. Was können wir noch so Schönes hier machen? Oh, wir müssen auch mit allen gemeinsam ein Grußkartenfoto machen. Vielleicht kannst du hier mal irgendwas Leckeres kaufen.
Du kannst hier ja mal ein bisschen Heu fressen, ein bisschen trinken. Das ist das Schöne. Ich habe da extra dran gedacht. Für Absteigen. Warum bist du denn dahin? Sag mal, bist du bescheuert? Ach. Ah, ja. Nee, ich bin bescheuert. Alles gut. Ich hab halt die Tür gesehen und dachte mir, das ist das da. Also, das ist die Toilette. Aber klar. Du musst auf die Toilette gehen. Das war gerade sehr irritierend für mich. So, Wurfscheibe brauchst du jetzt nicht unbedingt spielen. Oh, du möchtest dir das Gesicht bemalen lassen. Okay. Okay, Sophia, können wir machen. Als Kürbis natürlich. Sophia wird Kürbis. Salira kann hier gerne mal pieseln und dann was trinken. Und dann können die beiden sich natürlich auch miteinander beschäftigen. Und zwar, ich hätte gern, dass du dir einen heißen Apfelwein holst. So. Moritz kommt dann auch mal hierher. Und, ach ja, ihr beide. Ihr habt ja das schöne Foto zusammen gemacht. Und dann könnt ihr eigentlich noch mal ein bisschen zusammen hier Rollschuh fahren, ne? Das wäre doch eigentlich auch cool. Das Bild habt ihr jetzt hoffentlich gemacht. Ja, das können wir uns dann zu Hause angucken. Alter, wie alle 5 Sekunden jemand bei Julian anruft. So, du sollst mitmachen. Komm, Betty. Sehr schön. Lässt dir ein Gesicht malen. Sehr gut. Und dann kannst du danach vielleicht mal. Oh, wir können nur auf dem Wohngrundstück schnitzen. Schade. Können wir das hier nicht machen? Dann können wir aber, sobald Moritz hier ist. Wow. Sobald Moritz hier ist, können wir dann alle mal gemeinsam das Apfelbeißen machen. Das wäre doch eine Idee. Du kannst dann auch hier hinkommen. No, Selira hat Angst. Verständlich. Hat auch gerade echt eklig eingeschlagen. So, könnt ihr nicht irgendwie ein paar Sammelobjekte schnüffeln? Naja, die machen schon irgendwie was. So, sind wir doch jetzt alle. Gut. Sophia. Sophia braucht noch ein bisschen. Bis sie ein Kürbis geworden ist. Komm, Sophia. Komm da raus. So, wir können jetzt mit Leichtigkeit Drehungen verführen. Sehr schön. Ich würde natürlich auch gern Moritz einmal hier reingehen lassen. Ich hoffe aber halt mal, dass Sophia bald fertig wird. Sophia! Mädchen! Vielleicht können wir irgendwie nochmal eine Grimasse schneiden. Oh, Alter, wie lange braucht die denn da drin? Oh. Ey, ich wollte dich da nur für einen süßen Kürbis auf dem Gesicht reinschicken und nicht, dass du sonst wie lange brauchst. Die kommt da auch einfach nicht mehr raus, ne? Mädel. Okay, dann machen wir das Apfelbeißen jetzt ohne sie. Wenn sie da so ewig drin braucht, dann ist es halt auch ihr Pech, dass sie nicht mitmachen kann, ne? Okay. Ihr beide seid schön am Rollschuh laufen. Das ist super. Oh, du möchtest dich mit Betty drehen. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Drehen mit Betty. Ich würde halt gerne noch irgendwie ein, zwei Merkmale von ihr kennenlernen. Okay, sie ist künstlerisch und flirtvoll. Vielleicht. Oder? Das war doch sie, ja. Vielleicht finden wir noch ein, zwei mehr Merkmale von ihr raus. Na, und die beiden drehen sich jetzt schön. Hi. So, dann gucken wir aber mal zu den anderen. Ich glaube, Sophia ist da drin verbuggt. Finde ich ein bisschen schade, aber gut. Und wie sieht's mit euch hier aus? Kommt, legt los. Bevor es zu kalt wird. Leute, bevor es zu kalt wird. Oh nein. Oh nein. Julian ist auf den Schuhen zur Perfektion gelangt. Rückwärts fahren, vorwärts fahren oder Drehung verführen sind für ihn kein Problem. Deswegen hat das so lange gedauert, weil sie absolut verhunzt wurde. Ja, herzlichen Glückwunsch, Sophia. Oh, das sieht ja schlimm aus. Das sieht richtig schlimm aus.
Jetzt kannst du wahrscheinlich da auch nicht mehr mitmachen, ne? Nee. Aber kannst ja mal zugucken. Kommt, Leute. Los geht's. Moritz hat schon gut vorgelegt. Ja, ich sehe es. Vor allem in der Kälte, ne? In der Kälte in diese nasse Wanne mit dem Gesicht rein. Das muss auch echt eklig sein. Hallo, ihr beiden. Na, läuft's? Oh, du möchtest Amelie segnen. Oh, das ist ja süß. Wer bist du? Gina Canales. Okay. In einer Unterhaltung verwickelt werden. Okay. Du möchtest. Oh, cool. Ihr knüpft jetzt tatsächlich Kontakt. Cool. Hier, was machst du denn, Toffi? Wie wär's denn, wenn du mein Sammelobjekt erschnüffeln gehst? So, ihr beiden könnt jetzt eigentlich auch aufhören damit. Mit Rollschuh fahren. Vielleicht kannst du ihr mein Ständchen bringen. Geh mal hier hin. Und dann kannst du ihr mein Ständchen bringen und ihr irgendwie was vorsingen. Das wäre eigentlich ganz gut. So, für Betty. Dann sollte sie ja eigentlich hoffentlich aufhören. Weit und breit kann niemand so gut Äpfel beißen wie Leon Ross. Er hat den Apfelwettbewerb gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, Leon. Yay. So, dann haben wir hier also alle unseren Spaß. Ja, wir machen jetzt ein Großkartenfoto mit diesem Gesicht. Sophia, selbst schuld. Aber jetzt hast du noch nicht mal das Gesicht bemalen lassen gewertet. Das ist ja eine Frechheit. Weißt du, sie hat sich so verunstalten lassen und ihr Wunsch wird noch nicht mal erfüllt. Das ist schon ein bisschen mies. So, hast du irgendwie den Wunsch? genau da. Und hast du den Wunsch auch? Ja, sehr schön. Dann geht doch alle mal rein, dann haben wir ein schönes Großkartenfoto gemeinsam. Ach ja, warum denn auch nicht? Ne? Warum denn auch nicht? So. Komm mal einfach wieder hierher, Aurora. Hier, du möchtest doch nochmal Nacho beschnüffeln, ne? Das könntest du doch eigentlich machen. Könnt ihr auch ein bisschen spielen? Nee. Aber dann kannst du mal was trinken. In den Stall gehen, pieseln und nochmal ein bisschen grasen. Okay. Das Gesicht immer noch super. Und wir haben eine wunderschöne Grußkarte. Yay! Sehr gut. Ja, was könnten wir denn jetzt noch machen? Oh, die ist sehr kalt. Die ist sehr, sehr kalt. Dann, eigentlich haben wir alle so ein bisschen Hunger. Dann lass uns doch einfach mal hier in den Imbiss gehen. Da sollte es ja ein bisschen wärmer werden. Gehen wir doch da gemeinsam hin mit Amelie, Leon, Moritz. Ein bisschen Familienabend heute einfach mal. Ist ja eigentlich ganz gut befreundet. Wie sieht's bei dir aus? Bei dir sieht's soweit auch ganz gut aus mit den Geschwistern so ein bisschen. Vielleicht wollt ihr euch ja mal gegenseitig putzen. Das dauert ja mal so ein bisschen. Und da hättet ihr gerade die Zeit für. Deswegen. So, geht ihr jetzt alle los? Ja, ne? Sehr schön. Was macht ihr da so? Ach so, du bringst ja jetzt gerade das Ständchen. Na. No. Oh, hier sind halt einfach Leute hergekommen. Das ist ja mal ein cooles Ständchen. Gar nicht so liebesliedmäßig, sondern so ein bisschen, hey, das Lied habe ich für dich geschrieben. Es ist total cool. Das werde ich auf meiner neuen Platte verkaufen.
Okay. Naja. Ob einem das Lied gefällt oder nicht, ist ja auch so ein bisschen die Frage. Wer bist du? Ah, Angel Lobos. Den, war das nicht jetzt auch Julian, der ihn kennenlernen sollte? Ja. Wie der einfach hier rumhängt. Okay, ich glaube, jetzt ist er fertig, oder? Ich meine, ja. Und? Gefällt es ihr? Das musst du schon mitnehmen. Oh, es gefiel ihr. Sehr schön. Dann kannst du noch mein Händchen halten. Und das Ding ist halt, die können halt gerade auch nicht heiraten, ne? Weil ihr habt doch gemeint, vielleicht liegt das daran, dass die nicht auf einem Grundstück waren, aber er kann sie gerade auch einfach nicht heiraten. Und ich habe sie schon resettet. Ich habe sie ja, nachdem das Date so schief gelaufen ist, resettet. Aber irgendwie scheint sie verbuggt zu sein. Ich meine, im Prinzip ist es mir eigentlich egal, weil die müssen ja eh nicht zusammen. Also die müssen ja eh nicht heiraten, aber es ist schon ein bisschen komisch, dass die so verbuggt sind, oder? Weiß ich nicht. Finde ich ein bisschen komisch. Aber nur gut. So, du sollst auf jeden Fall, genau, hier einen Kürbis schnitzen. Wie sieht es eigentlich jetzt mit den Beziehungen aus? Tracy, ja. Naja, die anderen sind ja alle Teenager, mit denen können wir ja bald wieder ein bisschen besser quatschen. Jetzt sind hier plötzlich so viele Leute, ne? Erst waren wir hier so ganz privat, so zweit, und jetzt sind hier die ganzen Leute und stören uns bei unserem gemeinsamen Date so ein bisschen. Hm. Naja. Hä, wir haben uns mit dem Pferd angefreundet? Oh, ist das wieder verbuggt oder was? Oh. Hä? Nee, warte mal. Was haben wir gerade gemacht? Was war das nochmal für ein Wunsch? Haben wir uns gerade mit Sophia angefreundet? Ach, wir haben uns mit Sophia angefreundet. Nicht mit Aurora. Ach, schön. Ja, das ist ja cool, indem wir gerade essen waren, ne? Ja gut, die haben da ja quasi so ein bisschen gequatscht. Das ist doch cool. Danach könnt ihr, wenn ihr da Dingens habt, vielleicht nochmal zusammen essen gehen. Wo seid ihr alle hier? Ach, da sind drei von vier schon. Da ist Carlotta, die Verflossene von Julian. So. Warum hat sie eigentlich kein Ding ins Outfit an? Kann sie ihr Outfit nicht wechseln? Wow. Hä? Warum klicke ich denn hier auf Sophia? Ich habe das Gefühl, meine Maus funktioniert irgendwie nur so halb gerade. Zieh mal deine Outdoor-Kleidung an, Sophia. Ich weiß, du liebst die Kälte, aber man muss es ja auch nicht übertreiben, ne? Kannst ja trotzdem, wenn minus 2 Grad sind, dich schon mal ein bisschen ordentlich anziehen. Oh, ich würde am liebsten mit denen jetzt nochmal irgendwas Cooles machen, aber ich glaube, da gibt's nicht mehr so wirklich was. Und vor allem ist am nächsten Tag auch wieder Schule. Lasst dann mal lieber alle hier nach Hause gehen. Sollten alle erstmal duschen gehen. Dann gehen wir hier mit Amelie, Leon, Moritz wieder zurück nach Hause. Oder warte mal, nee. Eigentlich anders. Salira. Und du möchtest auch auf Aurora reiten. Genau. Warte mal, dann holen wir mal Aurora und Salira hierher. Hier hingehen und hier hingehen. Du kannst aber schon mal mit Moritz nach Hause fahren. Genau. Das macht auf jeden Fall Sinn. Hier hingehen mit Moritz. Und ihr beiden steigt dann erstmal auf die Pferdis auf. Sobald die hier sind. Ich mache einfach Leute Fotos. Das ist irgendwie echt frech. So, können wir jetzt... Wir können immer noch kein Leckerchen geben. Irgendwas ist hier wieder mal verbuggt. Yay. Oder kann sie vielleicht jetzt wieder... Lag das daran, dass sie so komisch drauf war? Ja, das lag daran, dass sie so komisch drauf war, dass sie ihr nicht den Hals kauen konnte. Okay. Komisch. Wo ist denn Salira? Ach, da ist Salira. Wie das aussieht. So, auch mal auf Salira aufsitzen. Und dann machen wir beiden nämlich nochmal einen Ausritt, weil die beiden wollen gerne einen Ausritt machen. Das wäre doch ganz cool. Aber ihr beide sollt einfach nur nach Hause.
Und du kannst eigentlich noch mal ein bisschen mit dem Pferdeball spielen, mein guter Flame. Wie läuft's bei dir? Du kannst ja mal nach Hause kommen. Kannst hier mal ein bisschen Napf futtern. So. Moritz da. Moritz, du kannst gern hier mal duschen gehen. Und ich glaube, dann würde ich dich eigentlich auch schon mal, also kannst du noch mal Zähne putzen, dann kann ich dich eigentlich schon mal ins Bett schicken. Und Leon kann hier mal hingehen und kann die Dusche benutzen, die präpariert wurde natürlich. Ach ja, genau, ihr beide. Ich hoffe mal, dass es jetzt funktioniert mit dem Reiten. Vielleicht konnte sie deswegen auch nicht, weil sie irgendwie eine komische Laune hatte, sich deswegen nicht ordentlich reiten. Keine Ahnung, ob das irgendwie das beeinflusst. Aber scheint ja irgendwie so ein bisschen Einfluss gehabt zu haben. So, galoppiert ihr beiden los? Ja, ne? Kann sein, dass es aus irgendeinem Grund daran lag. Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Und ihr beide macht einen Ausritt. Das ist sehr schön. Ich weiß nicht, bei Pferden dauert das halt immer ewig, bis dieses Ausreiten, bis das erfüllt ist. Deswegen bin ich mal gespannt. Bei Sophia sollte sich auf jeden Fall gleich erfüllen. So. Du gehst dann dahin. Ihr fahrt gerade erst los zum Essen. Das ist auch in Ordnung. Leon, ganz ohne zu wissen, was gleich abgeht, geht hier erstmal schön auf Toilette. Ich möchte gern die Wäsche haben. Danke. Hat er jetzt gerade zweimal? Wow, er hat gerade zweimal Wäsche verloren. Sehr gut. Das Lokal des Abends ist ausgemacht. Warte mal, wo sind wir denn? Oder ist das, wo Sophia ist? Wo seid ihr denn? Ich bin irritiert. Wo ist denn hier das Lokal des Abends? Dort? Saftbar Schluck ist der Hotspot heute, aber die Frage ist, woher wissen wir das denn? Oder? Naja, gut. Da geht halt keiner hin. So ist das leider. Du bist auch hier, ne? Ja, du bist da. Wie viel brauchst du eigentlich noch für die nächste Stufe? Beim Reiten. Ah, doch noch eine ganze Menge. Da müssen wir mal einen richtigen Ausritt machen wieder. Nicht heute, aber. Auf jeden Fall geht's Aurora soweit gut. Dann kannst du eigentlich schlafen gehen, Sophia. Ja, nicht Sophia. Amelie! Aber wie schon erwähnt, die beiden sind sich halt auch ähnlich, ne? Muss man ja sagen. Wie geht's Flame eigentlich? Dir geht's gut. Und ich würde sagen, du kannst dann einfach nur ein Nickerchen machen gehen. Toffee futtert. Danach kannst du eigentlich mal nochmal das Kauspielzeug benutzen. Pieseln gehen. Und du bist auch gerade dabei, zu dem Futternapf zu gehen. Ich finde es auch schön, dass die jetzt tatsächlich ziemlich automatisch zu ihrem Futternapf gehen. Ich meine, Nacho will ab und an nochmal zu dem anderen gehen. Aber er wollte halt auch gar nicht futtern, sondern nur bewachen. Wow. Naja. Trotzdem ist er, also gehen die halt echt relativ automatisch zu ihrem Dingens. Das finde ich echt gut. So, genau, du gehst dann schlafen. Du gehst auch schlafen. Und er hat gelbe Haare. Hihihi. Das ist schon ziemlich lustig. Ha. Das sieht so albern aus. Wir wissen also schon mal, blonde Haare oder helle Haare würden Leon definitiv nicht stehen. Also überhaupt nicht. Und so quietschgelb sowieso nicht. Und das ist scheinbar so ein Ganzkörperding, ne? Weil es ja nicht nur die Haare, sondern halt irgendwie so ein, weiß ich nicht, so ein richtig extremes Färbebleichmittel, wo halt einfach alles direkt so quietschgelb. Das sieht so lustig aus. Ja, da geht er natürlich nochmal rein, um sich das nochmal abzuwaschen. Und dann geht er schlafen. So, genau.
Du gehst gleich ins Bett, du auch. Du liegst, du gehst sogar schon. Sehr schön. Du kannst danach hier noch mal ein bisschen Heu futtern und dann dein Nickerchen machen. Hast du jetzt die Dusche kaputt gemacht? Nee. Du hast Waschbecken kaputt gemacht, ne? Ja. Ach. Ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Geh einfach schlafen. Ich achte da viel zu selten drauf. Wir haben ja so ein süßes kleines Häschen mit Zahnbürsten in dem Badezimmer. So. Hat sich dein Wunsch eigentlich. Ihr Wunsch nach Ausreiten erfüllt sich. Das erfüllt sich dann immer einfach nicht. Ich habe keine Ahnung, wieso. Du musst irgendwie wahrscheinlich einen halben Tag ausreiten, damit das funktioniert. Das ist ein bisschen eigenartig. So manche Tierwünsche brauchen Ewigkeiten, bis sie sich erfüllen. Das ist ziemlich komisch, aber hey. So, du kannst danach eigentlich hier wieder schlafen gehen. So. Dann wollt ihr beide essen. Hallo. Hallo, Julian. Ich finde seine Jacke für die Outdoor-Kleidung schick. So, wo ist denn Betty, die Gute? Da ist sie. Sehr gut. Dann würde ich sie eigentlich noch nach Hause begleiten, damit sie nicht alleine nach Hause geht, also dass wir sie zu Hause absetzen. Da ist sie. Ihr Vater ist jetzt schon Senior geworden. Gehen wir doch mal mit unserer Verabredung hierhin. Dann haben wir sie quasi zu Hause abgeliefert. Oder? Wladimir war doch vorher gar kein Senior, wenn ich mich nicht irre. Meine, er war keiner. Okay. Dann. Ihr galoppiert noch nach Hause. Ihr seid schon da. Sehr schön. Dann kannst du eigentlich auch absteigen. Das war doch toll. Ach ja, du möchtest dich ja an Sophia anschmiegen. Das können wir eigentlich noch gern schnell machen. Einmal kurz absteigen, bitte, Sophia. Sehr gut. Dann können wir uns einmal nochmal anschmiegen. Und dann kannst du hier nochmal was futtern, was trinken und dann dein Nickerchen machen. Okay. Und du kannst danach nochmal duschen gehen. Und dann sollte nämlich auch deine schöne Verkleidung oder deine schöne Bemalung weggehen. So, genau, wir sind jetzt angekommen bei Betty zu Hause. Dann können wir noch einen Abschiedskuss geben. Können Sie noch mal verliebt umarmen. Ach ja. Vielleicht können wir sie noch mal kurz kennenlernen. Mal eben kurz gucken. Kennenlernen. Und dann noch mal oh, ein bisschen rumknutschen geht auch. So, ich glaube, den Pferdis müsste es sonst allen gut gehen. Du gehst schlafen, du auch. Sehr gut. Das sieht doch alles in Ordnung aus. Bis auf Julian sind alle auf dem Weg ins Bett. Vielleicht lernen wir ja jetzt noch mal ein Merkmal von ihr kennen. Wladimir geht schon mal rein. Ich meine, es ist irgendwie halt auch 2 Uhr. Aber egal. Gucken, haben wir noch was von ihr kennengelernt? Nee, schade. Betty. Okay, dann beenden wir einfach die Verabredung. Danke dafür. Dann ab nach Hause. Das war lustig. Danke, dass du mit mir ausgegangen bist. Oh, sehr schön. Du kannst, wie gesagt, nochmal nach Hause kommen. Und dann schicken wir auch Julian ins Bett.
Dann war es das eigentlich auch für die Folge schon wieder. Dem Pferdis geht es soweit auch gut. Du brauchst eigentlich hatte ich dir gesagt, du sollst da was futtern. Dann futter vielleicht mal da drüben was. Dann kannst du Nickerchen machen, weil Flame sich ja hier die Heuhäufchen als Schlafensort gewählt hat. Die Hunde sollten auch mal wieder gebadet werden, wie es scheint. Immer wieder ein bisschen dreckig geworden. Aber ja, dann war es das für die heutige Folge. Wir haben den Abend beim Herbstfest verbracht. Betty, du solltest eigentlich einfach zu Hause bleiben. Aber gut. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann das nächste Mal hier wieder zu einem neuen Tag mit Familie Reuss. Bis dahin, ciao!